Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn ich habe mir eine Videoidee ausgedacht. Und zwar zeige ich euch, was ich die letzten 6 Monate bei Amazon bestellt habe. Das kann man nämlich da einfach nachschauen. Und da werde ich euch auch jeden Link von den Produkten unten in die Infobox setzen und kann euch natürlich jetzt schon was über die Produkte sagen, da ich sie natürlich die letzten Monate auch testen konnte. Das letzte Produkt, das ich mir bei Amazon bestellt habe, war am 14. Juni. Ja, das ist schon relativ lange her. Und da habe ich mir mein Stillkissen bestellt. Das sieht ganz normal so aus. Also ist relativ riesig mit grau und weißen Sternchen drauf. Habe ich mir natürlich bestellt, um in der Schwangerschaft gut schlafen zu können. Und für danach natürlich noch zum Stillen. Und das finde ich bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, schlafen geht damit noch nicht wirklich so gut, weil es ist relativ dick und irgendwie, ja, habe ich da noch nicht die richtige Position gefunden. Aber an sich ist es wirklich eine schöne Qualität und ich finde das Stillkissen wirklich sehr schön. Dann habe ich am 8. Juni den Inglot Sparkling Dust Highlighter bestellt. Das ist ja mein absoluter Lieblingshighlighter in letzter Zeit. Ich kann euch hier oben gerne auch mal meine Foundation-Routine abdrehen. Da habe ich den auch benutzt. Da könnt ihr den mal dann live in Action sehen, weil ich da zusammen mit euch, wie gesagt, meine Foundation-Routine abgedreht habe. Aber diesen hier liebe ich über alles. Ich habe die Farbe 01. Da sind zwar nur 2,5 Gramm drin und der kostet stolze 21 Euro. Aber glaubt mir, braucht davon so wenig und der ist wirklich wunderschön. Am gleichen Tag habe ich mir dann auch eine Powerbank bestellt, weil wir fahren nächste Woche für eine Woche in die Toskana und da wollte ich einfach eine Powerbank haben, die nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist und einfach, dass die zweimal mein Handy laden kann. Das macht diese hier und ich finde sie bis jetzt super. Man kann sie dann, wie gesagt, über den PC laden oder auch über das eigene Ladekabel. Und die habe ich einfach gebraucht jetzt für den Urlaub dann. Dann am 19. Mai habe ich mir meine Haarfarbe bestellt. Ich habe ja normalerweise rote Haare, das ist ja eine Perücke. Kann ich euch gerne auch oben mal verlinken, wie ich normalerweise mit meinen roten Haaren aussehe. Auf jeden Fall benutze ich Illumen und da habe ich so gesagt mir damals das allererste Mal am 19. Mai meine Illumen Haarfarbe bestellt. Am 21. April habe ich mir dann diese Kosmetiktaschen hier bestellt. Das waren so durchsichtige Taschen in mehreren Größen, die man eben so ganz dicht, so gesagt, zumachen kann. Die habe ich mir damals geholt, weil wir nach Kreta geflogen sind und ich einfach so Taschen gebraucht habe für mein ganzes Schminkzeug und für Sonnencreme und dass es nicht alles dann im Koffer ausläuft und euch die ganzen Klamotten kaputt macht, habe ich mir eben diese Taschen hier bestellt und die waren wirklich, wirklich super, weil ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist auf jeden Fall auch was ausgelaufen und es hat nicht alles kaputt gemacht. Und ich finde die super klasse zum Reisen und die kann man ja immer wieder verwenden. Deswegen, falls ihr sowas mal gesucht habt, wie gesagt, Link ist unten in der Infobox. Dann habe ich mir am 18. April auch eine Schwangerschaftshose bestellt und zwar so eine kurze Jeanshose mit diesem Bauchbund eben, dass der schön dehnbar ist, dass der Bauch da auch reinpasst. Die fand ich ganz gut. Das Problem ist nur bei diesen Bauchbändern, die sind relativ warm. Das habe ich natürlich irgendwie nicht bedacht, weil ich habe dann natürlich noch ein Oberteil drüber gehabt und dann noch, wie gesagt, dieses Bauchding drunter. Bei 30 Grad war es dann schon sehr schwitzig warm und das war dann ein bisschen unvorteilhaft. Aber an sich hat die wirklich eine super schöne Qualität, ist total schön weich und wie gesagt, man kann sie halt in der kompletten Schwangerschaft tragen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Dann kommen wir jetzt schon zum ersten Produkt, das ich nicht mehr habe. Und zwar waren das so Ohrstöpsel. Wie gesagt, guckt gerne unten in die Infobox. Für meinen Freund. Und zwar sind das so spezielle Ohrstöpsel für den Flug. Weil der hat zum Beispiel Probleme mit dem Druckausgleich. Klar, Kaugummi hilft da auch. Aber bei ihm, er hat relativ starke Schmerzen dann und einen sehr starken Druck im Ohr. Und die sollen das so gesagt verbessern. Und es war wirklich so, er hat sie getestet eben beim Hin- und Rückflug. Und hat gemeint, es war eigentlich so gut wie gar nichts mehr bei ihm zu spüren. Also die kann ich euch weiterempfehlen, falls ihr auch Probleme habt mit dem Druck im Ohr beim Fliegen, dann guckt euch die auf jeden Fall an, die haben auf jeden Fall funktioniert. Dann wisst ihr bestimmt langsam alle, dass ich perückenverrückt bin und sehr, sehr gerne Perücken trage und da habe ich mir damals am 16. März eben eine Perücke bestellt bei Amazon. Kann man nämlich super machen. Wenn ihr übrigens mal so ein Perückenvideo haben wollt, meine Perücken von Amazon oder so, oder meine kompletten Perückensammlung, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich mir diese rosa Perücke bestellt. Also rosa ist sie nicht, sie ist graurosa. Also so und hat oben unten diese rosa Spitzen. Da kann ich euch jetzt gerne hier mal ein Video
verlinken, wo ich die getragen habe. Da habe ich euch meine Flop-Produkte gezeigt, was ja auch immer ganz interessant ist. Produkte, die ich nie wieder nachkaufen würde. Und da habe ich diese hier getragen. Falls ihr sie, wie gesagt, einfach mal getragen sehen wollt, klickt ihr einfach jetzt mal da oben drauf. Die sind von der Qualität eigentlich alle immer recht gut. Also die finde ich jetzt wirklich von der Qualität super. Lässt sich super schön tragen, ist nicht zu eng oben am Kopf oder so. Und ja, für Videos und so finde ich die super schön. Und ist halt einfach auch mal was anderes, dieses Grau-Rosa und nicht jetzt wie das hier jetzt komplett rosa oder komplett grau, sondern so ein bisschen was Gemischtes. Also die finde ich wirklich sehr schön. Dann habe ich mir am selben Tag auch noch so Karotin Beta 100 Kapseln bestellt. Die kann man vorm Urlaub nehmen. Also so 6 Wochen vor dem Urlaub muss man damit anfangen. Jeden Tag einfach eine nehmen. Und dann soll man ja keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Und ich muss sagen, ich habe sie zwar 6 Wochen vorher auch wirklich benutzt und so. Ich habe auch gemerkt oder hatte das Gefühl, dass mein Freund schneller einen Sonnenbrand bekommen hat wie ich. Obwohl wir eigentlich vom Sonnenbrand oder vom Hauttypen relativ gleich sind. Also ich hatte das Gefühl, ich habe weniger Sonnenbrand gekriegt. Ich habe aber dennoch Sonnenbrand bekommen, obwohl ich mich auch noch zusätzlich eingecremt habe. Also so wirklich einen Effekt habe ich dann doch nicht gemerkt. Deswegen habe ich sie dann auch einfach irgendwann nicht mehr genommen. Also da weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht muss man es doch länger nehmen. Also falls ihr da mal Erfahrung habt mit so Karotin-Tabletten, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Aber ich habe da jetzt nicht so den Rieseneffekt gemerkt. Am 7. März habe ich mir dann auch das Echo Egg bestellt. Das ist ein Wäscheei. Das ist dann gefüllt mit Wäscheperlen und ihr gebt das Ei dann einfach in die Wäsche, also in die Waschmaschine mit rein. Und das soll, wie gesagt, super leicht und ohne irgendwelche künstlichen oder chemischen Sachen eure Wäsche reinigen. Ich muss sagen, ich finde es total schlecht. Also ich kenne welche, die mögen die, aber bei mir habe ich das Gefühl, es reinigt nicht so aus. Also auch leichte Flecken, finde ich, macht es überhaupt nicht raus. Und wenn ich meine Wäsche wasche, möchte ich natürlich auch, dass sie gereinigt wird und das klappt mit dem hier einfach nicht. Ich habe schon alles Mögliche probiert, es funktioniert einfach nicht. Also für mich ein absolutes Flop. Es gibt aber welche, die damit sehr zufrieden sind. Ich hätte mich gefreut, wie gesagt, weil das anscheinend 720 Wäschen halten soll. Und das wäre natürlich eine super Ersparnis gewesen und einfach ist es auch super einfach, das einfach immer mit reinzuschmeißen. Aber wie gesagt, bei mir hat es leider nicht funktioniert. Dann habe ich mir am 1. März ein Maßband bestellt, einfach nur um Sachen abzumessen. Ich hatte eben kein flexibles mehr da und habe wirklich überall gesucht, also im E-Center, in allen anderen Bastelläden oder so. Und ich habe einfach kein flexibles Maßband mehr gefunden. Deswegen habe ich mir einfach bei Amazon bestellt und es war super schnell da. Und jetzt habe ich einfach eins hier. Dann auch am 1. März habe ich mir einen Doppler bestellt. Das ist so ein Produkt. Das ist wie so ein Ultraschallding. Also da gibt ihr auch Gel oben drauf und gebt das dann so gesagt auf den Bauch und dann könnt ihr so gesagt die Herztöne eures Babys hören. Das klappt anscheinend, glaube ich, erst ab der 12. Woche. Bei mir hat es schon so ab der 9. oder so funktioniert. Es war auf jeden Fall total interessant und es war halt immer schön, einfach das Baby zu hören und zu wissen, dass es dem gut geht, weil wie viele von euch wissen, ist die Fehlgeburtrate natürlich in den ersten 12 Wochen sehr, sehr hoch und man hat halt alle 4 Wochen gerade mal einen Termin und ich wollte einfach so jeden Tag mal ab und zu kurz gucken, ist alles okay und da hat es wirklich super gut funktioniert. Die sind nicht günstig. Ich hebe jetzt meins erstmal auf, weil wie gesagt, wir möchten wahrscheinlich auch mehrere Kinder haben und dann kann ich das da auch noch nutzen. Aber es war einfach ein schönes Ding einfach. Also ich habe mir jetzt gefallen. Ich fand es schön, immer die Herztöne meines Kindes, sag ich mal, zu hören. Und ja, für mich auf jeden Fall ein tolles Produkt. Und falls ihr auch schwanger seid und ihr wollt auch schon die Herztöne so selber zu Hause einfach hören, das ist auch null schädigend für das Baby, dann, wie gesagt, guckt gerne unten in die Infobox. Das letzte Produkt ist dann ein Litschi-Saft. Ja, ihr habt richtig gehört. Von Rubicon ein Litschi-Saft. Ich esse total gerne beim Chinesen, egal ob das Sushi ist, ob es Ente ist. Und beim Chinesen gibt es immer Litschi-Schorle oder Litschi-Saft pur. Und den trinke ich dort eigentlich immer, wenn ich dort essen gehe. Und man bekommt den wirklich nirgendwo im Supermarkt zu kaufen. Und dann dachte ich mir, komm, guckst du doch einfach mal, gibt es das bei Amazon? Und es gab es natürlich wirklich. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, 1 Liter Litschi-Saft bestellen. Ja, finde ich super. Ich habe ihn jetzt einfach hier und wenn ich mal Lust drauf habe, kann ich ihn trinken. Es ist jetzt nicht günstig gewesen, aber dadurch, dass man ihn, wie gesagt, einfach nirgendwo bekommt, musste das für mich einfach sein. Und
Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt da, wenn ich Lust drauf habe. Und das war's jetzt mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne ein Däumchen hoch. Ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr unten auf Abonnieren klicken würdet. Und dann verlinke ich euch hier einfach noch ein paar Videos. Ich möchte nochmal hier drauf eingehen, dass ihr hier auf ein Video klicken könnt, wo ihr kostenlose Amazon-Gutscheine erspielen könnt. Das heißt, ich habe euch eine App vorgestellt, die könnt ihr mit einem ganz normalen Android-Handy nutzen und könnt dann mir über Facebook, habe ich eine Gruppe erstellt, einfach eine Nachricht schicken, also die Gruppe der Gruppe beitreten und ich schicke euch dann einen Link und wenn ihr über den Link die App installiert, sind wir so gesagt miteinander befreundet und wir bekommen gegenseitig Punkte voneinander. Also wenn ich am Tag 1000 Punkte erspiele, bekommt ihr 25% meiner Punkte, also 250 Punkte und dann könnt ihr wie gesagt immer in der App ganz normal Spiele spielen und könnt ihr dann so gesagt damit dann Punkte erreichen und die Punkte könnt ihr dann eben in Amazon-Gutscheine einlösen oder Douglas-Gutscheine oder auch in bares Geld wie über PayPal. Also falls euch das mal interessiert, dass ihr mit Spielen über eine App so gesagt Gutscheine erwerben könnt, dann klickt ihr einfach drauf. Da erkläre ich auch nochmal ganz genau, ob das wirklich alles so funktioniert hat und es ist wie gesagt auch alles komplett kostenlos. Also klickt da gerne mal drauf und dann, wie gesagt, hoffe ich, hat das Video euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!